Im Südosten der USA sind durch Tornados mindestens 70 Menschen ums Leben gekommen. Am schwersten traf es Kentucky. Quer durch den Bundesstaat zieht sich eine hunderte Kilometer breite Schneise von Zerstörungen. Der Gouverneur rief den Ausnahmezustand aus und forderte Bundeshilfe an. In Illinois stürzte das Dach einer Lagerhalle des Onlinehändlers Amazon teilweise ein. Der Tornado war weitergezogen, aber der Wind blies immer noch heftig, als es über Mayfield, Kentucky, hell wurde. Wo früher eine Kerzenfabrik stand, sind jetzt nur noch Trümmer und Schutt zu sehen. Rettungskräfte suchen nach Verschütteten. Über 100 Menschen sollen dort gearbeitet haben, als am späten Freitagabend der Sturm über das westliche Kentucky zog. Das sei eine der schlimmsten Nächte in der Geschichte des Bundesstaates gewesen, sagte Gouverneur Andy Beshear noch in der Nacht. We believe our death toll from this event. Er glaube, dass die Zahl der getöteten Menschen aus Kentucky 50 überschreiten wird, so der Gouverneur, und wahrscheinlich eher 70 oder 100 betragen werde. Wie viele Opfer es gegeben hat, ist noch nicht klar. Präsident Joe Biden sprach von einer unvorstellbaren Tragödie. Über 100 Menschen arbeiteten in der Kerzenfabrik von Mayfield, Kentucky, als der Sturm über die Stadt zog. Erste Bilder zeigen ein Trümmerfeld, aus dem einzelne Autos herausragen. Nun wird dort nach Verschütteten und Überlebenden gesucht. Auch bei Amazon in Edwardsville, Illinois, hat es offenbar mehrere Tote gegeben. Wetterexperten sagen, die tödlichen Tornados seien aus einer Reihe von heftigen Gewittern im Norden von Arkansas entstanden und dann weitergezogen. Inzwischen ist klar, dass 6 Bundesstaaten betroffen sind, von Mississippi im tiefen Süden über Arkansas, Missouri und Tennessee bis nach Kentucky und Illinois. Und wir fragen nach in Washington bei unserem Korrespondenten Klaas Oliver Richter. Herr Richter, wie ist der aktuelle Stand? Inzwischen sind für Kentucky allein 70 Tote offiziell bestätigt. Und der Gouverneur hat sich ja schon früh dahingehend geäußert, dass es mehr als 100 werden könnten. Vor allem die Situation um die eingestürzte Kerzenfabrik macht Sorge. Die letzte erfolgreiche Rettung, also dass jemand dort lebend gerettet worden ist, das ist heute Morgen um 3 Uhr früh Ortszeit gewesen. Und da muss man durchaus fürchten, dass es dort noch zu zahlreichen weiteren Opfern kommen wird. Inzwischen hat der Gouverneur von Kentucky Washington um Hilfe gebeten. Was hat er angefordert? Inzwischen hat der Gouverneur den Notstand beantragt und ausgerufen. Das macht zusätzliche Mittel frei. Zusätzliche Mittel der Bundesbehörden, Mittel für die Rettung, aber auch zusätzliche Ressourcen, um irgendwann demnächst dann wieder mit dem Neuaufbau zu beginnen. Und außerdem hat der Gouverneur die Nationalgarde seines Bundesstaates von Kentucky, und zwar total in der gesamten Zahl, angewiesen, dort vor Ort bei den Rettungsarbeiten mitzuarbeiten. Inwieweit hat sich denn US-Präsident Biden geäußert? Naja, Präsident Biden hat in einem ersten Tweet zugesagt, dass die Bundesstaaten, es sind ja insgesamt 6 Bundesstaaten, die betroffen sind, dass alle Bundesstaaten alles Notwendige bekommen werden, was nötig ist, um Menschen zu retten, um Überlebende zu retten, aber auch um den Neuaufbau wieder zu gestalten. Dazu sollen die Bundesbehörden möglichst schnell mit den regionalen Behörden zusammenarbeiten. Also es werden sich zeitnah Teams aus Bundesbehörden und regionalen Behörden zusammentun, um die nächsten Schritte zu entwickeln. Wie geht es denn den Tag über jetzt weiter? Ja, nun als erstes gehen die Rettungsarbeiten weiter. Es werden weitere Teams auch aus anderen Bundesstaaten dort vor Ort eingesetzt werden. Und die Leute vor Ort, die Teams vor Ort hoffen weiterhin, dass sie möglichst viele Überlebende bergen. Ein wenig Sorge macht allerdings das Wetter, machen die Wetterverhältnisse. Denn nicht wenige vor Ort fürchten, dass es in den kommenden Tagen aufgrund der Wetterverhältnisse eben nochmal zu einer Situation kommen könnte, dass solche Tornados sich bilden. Und das wäre für die gesamte Region wirklich sehr fatal. Informationen von Klaas Oliver Richter in Washington. Vielen Dank. Und wir bleiben beim Thema, wollen die massiven Tornadoschäden meteorologisch vertiefen und damit gleich weiter zu Donald Becker in unserer Wetterredaktion. Ja, wie ist es dazu gekommen, dass diese Tornadoserie so zerstörerisch gewütet hat? Ja, schönen guten Abend. Wir haben es ja schon gehört von Herrn Richter. Also es ist eigentlich nicht ungewöhnlich in dieser Gegend, dass man dort Tornados hat. Aber jetzt im Dezember wären in den USA eigentlich nur so 22 Tornados im gesamten Monat Dezember normal. Und jetzt gab es wirklich alleine heute Nacht dort 27. Wir können uns mal die Wetterlage anschauen. Und da sehen wir die Dramatik.
Das heißt, wir haben hier über den USA das besondere Verhältnis, dass die warme Luft vom Golf von Mexiko dann in Richtung Norden vorankommen kann. Das ist dann wirklich richtig tropisch warme Luft. 27 Grad, zum Teil 30 Grad dann in Texas. Und die kalte Luft, die von Kanada kommt, kann wirklich hier entlang der Rocky Mountains ungestört in Richtung Süden vorankommen. Es gibt dort kein Wasser, was diese Polarluft von unten her aufwärmen kann. Und deswegen kommt diese Kaltluft massiv in Richtung Süden voran. Das heißt, diese tropisch warme Luft, man kann sagen, die Sommerluft stößt mit der winterlichen Kaltluft zusammen. Und das fördert dann die Produktion von diesen Kaltfronten. Und dann entstehen auch gerne Gewitter. Vor allem, wenn der Wind dann mit der Höhe auch noch seine Richtung verändert, dann drehen sich Wirbel. Die werden dann aufgerichtet in so einer Gewitterwolke, weil dort der Wind quasi von unten nach oben weht. Massives Aufsteigen in den Gewittern. Und das hat dann vor dieser Kaltfront, genau hier, wo die Temperaturgegensätze am größten waren, also hier wirklich, wo 20 Grad dann später, wenige Stunden später, auf 5 Grad gestoßen sind, gab es hier diese massiv lange Linie von Arkansas bis Kentucky, wo es diese massiv starken Tornados gab und starken Gewitter. Und auch das sehr Außergewöhnliche war, dass ein Tornado sogar eine Strecke von 378 Kilometer zurückgelegt hat. Und das ist wirklich sehr selten. Normalerweise sind diese Tornados sehr klein und sehr kurzlebig. Tornados an sich gibt es ja häufiger in den USA. Werden sie jetzt noch häufiger vorkommen? Das liegt an der Wetterlage, aber laut Klimaforscher ist es so, es wird noch erforscht, dass es insgesamt ja so ist, dass es wärmer geworden ist. Und die wärmere Luft kann natürlich mehr Wasserdampf dann aufnehmen. Und Wasserdampf bewirkt dann natürlich auch bei gewissen Wetterlagen, dass sich stärkere Gewitter bilden können. Diese Gewitter sind Grundvoraussetzung. Und wenn diese Gewitter insgesamt stärker sind, sind natürlich auch die Tornados, die dann mal vorkommen können, insgesamt etwas stärker und auch häufiger anzutreffen. Also das wird wahrscheinlich durch den Klimawandel dann auch noch verstärkt. Auch bei uns in Deutschland hat es in den vergangenen Jahren ja immer mal wieder Tornados gegeben. Werden die jetzt auch hierzulande häufiger vorkommen? Ja, die sind gar nicht so selten. Also wir haben hier in Deutschland ungefähr 30 bis 60 Tornados im Jahr, auch vorwiegend so in Richtung Sommer. Dann zum Herbst, September über der Nord- und Ostsee. Meist ziehen sie aber über unbewohntes Gebiet, zum Glück muss man sagen. Aber es hat bei uns ja auch schon bewohnte Gegenden getroffen. Und man muss sagen, es besteht wirklich Lebensgefahr, wenn man so einen Tornado, so einen Wolkenrüssel sieht, der sich aus einer Gewitterwolke absenkt. Denn dort herrschen am Boden mindestens 118 Kilometer pro Stunde. Das ist volle Orkanstärke. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die Tornados in den USA wahrscheinlich sogar Windgeschwindigkeiten gebracht haben von über 400 Kilometer pro Stunde. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen. Zum Glück sind diese Tornados bei uns in Deutschland aber insgesamt nicht so stark, weil die Bedingungen nicht so, ich sage jetzt mal, ideal sind für diese Bildung von wirklich diesen starken Tornados. Ja, hierzulande, was bedeutet das dann für die Menschen, aber eben auch für Hausbesitzer? Also die Hausversicherung Windstromschaden deckt dann eigentlich auch die Schäden durch diese Tornados ab. Also ab Windstärke 8 allgemein werden ja schon durch die Versicherung dann diese Sturmschäden, die entstanden sind am Haus, übernommen. Und das wird auch bei einem Tornado nicht anders behandelt. Aber auf jeden Fall muss man wirklich aufpassen. Und vor allem im Sommer, wenn es diese Gewitterlagen auch bei uns gibt, mit dieser schwülwarmen Luft, sollte man doch wirklich vorsichtig sein, den Wetterbericht genau hören, eventuell dann auch auf seiner Wetter-App, wenn man eine hat, auf den Smartphone, haben ja heute die meisten dann wirklich die Radarbilder, dann sich angucken, wo sich starke Gewitter bilden und dann aufpassen, dass man nicht von einem Tornado auf freiem Feld überrascht wird. Donald Becker, vielen Dank für diese Informationen und Erklärungen. Gerne.